An diesem Sonntag wird der Weihnachtsmann geweckt. Hunderte Kinder rufen ihn und warten dann auf die ersehnten Geschenketüten. Im vergangenen Jahr kamen geschätzte 40% der Gäste aus Deutschland. Das fünfte Mal, denke ich, sind wir, glaube ich, schon hier. Genau, wir haben ein paar Kinder immer mit und das ist für die Kinder ist das was ganz Tolles. Der durfte sogar beim Weihnachtsmann auf den Arm und erzählt schon die ganze Zeit davon, dass er ihn noch mal wiedersehen möchte. Weil es immer schön gemütlich ist, hier gibt es leckere Speisen und Getränke. Ja, ich finde es schön hier, schön dekoriert. Musik, antike Feuerwehrwagen und der Zug, der am Wochenende die Innenstadt durchquert. Tonnern lässt sich einiges einfallen, um Gäste anzulocken. Das ist einzigartig in Dänemark und zwar mit diesem Weihnachtsumzug, den wir ja jedes Jahr machen, bei Anfang, also dieses Jahr am 5. November. Und auch mit dem fliegenden Weihnachtsmann und auch mit dem Weihnachtszug, den wir haben. Man muss sehr weit suchen, bevor man sowas findet in Dänemark. Ich glaube, dieses Jahr gibt es sowas nicht anderswo in Dänemark. Schon seit 30 Jahren gibt es hier einen Weihnachtsmarkt. Und was ändert sich durch die Energiekrise? Wir haben das eigentlich schon vor ein paar Jahren angefangen mit LED-Lichtbeleuchtung. Dieses Jahr haben wir noch dazu genommen, dass wir jetzt eine begrenzte Dauer, wo wir die Lichter angemacht haben. Und das heißt, es wird erst am Nachmittag eingeschaltet und dann abends so gegen 8, 9 Uhr ausgeschaltet. Es kommt auf die Restaurationen an, wie lange die geöffnet haben, damit die Leute auch noch sich am Licht freuen können, wenn sie mit dem Essen fertig sind. Aber wir haben eingespart, ja, das, was den Energieverbrauch angeht, ja, das haben wir. Der Weihnachtsmarkt ist noch bis einschließlich 22. Dezember geöffnet. Und so lange fliegt auch der Weihnachtsmann, donnerstags bis sonntags, über die Dächer von Tondern.